Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Konf-Kanal zu einer neuen Folge unseres WWE 2K19 Universe Modes, Woche 2 im ersten Monat, und wir sind wieder bei SmackDown angekommen. Hallo! Guten Tag zu SmackDown Live! Wenn ich's richtig... To Thursday Night SmackDown! Und wisst ihr, was jetzt noch beim Intro nochmal 40 falsch ist? Auch noch der US-Title, den haben wir jetzt auch nicht mehr. Ja, aber im Spiel habe ich vorhin schon den UK-Title eingestellt bei SmackDown. Sehr schön. In Washington DC. Oh, Daniel Bryan, wer weiß? Ja. Oh, Bryan Return? Was habe ich gehört? Wir trollen jetzt, trollen jetzt die Crowd im Publikum, indem wir jetzt anfangen, die Bryan-Musik zu spielen. Ja, genau so. Die Bryan-Intro-Musik spielt, alle jubeln und wir beide kommen raus. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass der da ist. Lol. Nee, also, was wollten Sie sagen, Herr? Ich wollte nur sagen, dass die Show in Washington DC stattfindet. Aber dann hat es nochmal angezeigt. Ja. Letzte Woche war, wie es schon im Titel steht, das Match des Jahrhunderts. Team UK gegen Team US. Es war ein absoluter Krieg. Also dagegen ist der Zweite Weltkrieg ein Sandkastenkampf gewesen. Alles klar. Und nach einem Match mit vielen dramatischen Wendungen und kleinen Stories untereinander, miteinander, konnten die Mitglieder von Team UK sich durchsetzen. Damit ist der US-Title abgeschafft und der UK-Title offiziell eingeführt für SmackDown. Und ja, was das für Konsequenzen hat, meine lieben Zuschauer, das werden wir in den nächsten Wochen definitiv erkennen können. Durchaus. Ja. Und damit, ob es nun unter der Bryan-Musik ist oder nicht, wahrscheinlich nicht, weil wir wollen ja nicht direkt, dass in der zweiten Show die Leute uns hassen, kommen wir Umschweife auf die Stage, weil... Nee, das ist deine GM-Theme. Du kommst jetzt immer mit der Bryan-Mucke raus. Ich bin ja der Bryan-Guy, ne? Oder Bryan ist der Copa-Guy, ne? Aber ja, wir wollen ja... in der letzten Show konnte ich persönlich jetzt erkennen, dass wir ein bisschen, glaube ich, auch lange geredet haben. Deswegen reden wir nicht mehr so viel um den heißen Brei herum. Wir sind hyped für die zweite Show von SmackDown. Wir kommen... Oh ja, definitiv, ne? Wir kommen direkt auf die Stage, nachdem das Feuerwerk abgeklingt ist. Und begrüßen die Zuschauer zur neuen Show, zur zweiten Show, zur zweiten Woche dieses, quasi in Anführungszeichen, ersten Monats unseres Projektes. Ja, Daniel, wie geht's so? Oh ja, ne? Könnt mich nicht beklagen. Letzte Woche hatte gute Einschaltquoten, ich kann mich nicht beschweren, ne? Ja, genau. Also meine Zuschauerschaft hat gesprochen. Ich meine, das muss ich jetzt sagen, Zitat Bernie, ich glaube nicht, dass das SmackDown Main Event besser sein wird als der Raw Main Event. So viel dazu, ne? Ja, die Zuschauer haben gesprochen, die Abstimmung ist zu unseren Gunsten ausgefallen, ohne Überraschung. Aber sagen wir mal so, ist es schon etwas unfair, wenn man jetzt die beiden Main Events miteinander vergleicht, um jetzt mal ein bisschen die Raw-Guys in Schutz zu nehmen. Also Drew McIntyre und Pete Dunne hört sich auch schon lecker an, aber naja, deswegen, es war ein bisschen unverhältnismäßig. Aber hey, okay. Was können wir dafür, wenn es so einen Streit da unter denen gibt? Wir müssen das ja irgendwie lösen, ne? Ja, ne? Ich meine, wenn man große Töne spuckt, ne, dann muss man schauen, wo man landet. Also, und genau, wenn wir jetzt diesen wunderschönen Main Event erwähnen, wollen wir dann mal sofort einen Mann auf die Bühne rufen, der uns alle beeindruckt hat letzte Woche, der die Herzen der Amerikaner berührt hat, ihnen Hoffnung geschenkt hat und uns alle mit wunderschönen Moves, mit absoluter Ausdauer und Kraft und einem Willen aus Stahl beeindruckt hat. Bitte, komm auf die Stage. Cedric Alexander! Ja, so ein Team spielt, blieber Blups. Der gute Mann kommt auf die Stage, wir geben ihm natürlich die Hand. Und dann machen wir mal direkt weiter. Und zwar, schön, dass du da bist, Cedric. Wir alle sind uns, wie gesagt, einig, dass du uns mehr als nur beeindruckt hast. Und deswegen haben wir eine gute Überraschung für dich ausgedacht. Ich war dann. Sehr wohl, ja. Denn wir haben ja schon mal gesagt, so eventuell hast du für diese ganze Sache eine kleine, sagen wir, Belohnung verdient. Und wir haben uns überlegt, so ja, wie wäre es denn, nachdem entschieden wurde, wer denn unser neuer UK-Champion wird, wenn du dann als nächster Number One Contender dann zukommen würdest?
Klingt das nach einer guten Idee, mein Herr? Ja, definitiv. Ja, Zedrick ist natürlich, ne, delighted, wie man jetzt so sagen würde, freut sich einen Keks ab. Die Fans jubeln lautstark. Ja, die Fans jubeln und cheeren und sagen so, yeah. You deserve it, genau. You deserve it. Doch dann... Awesome! Kommt The Miz raus, wutentbrannt, nimmt sofort sein Mikro mit dem umgedrehten WWE-Logo in die Hand und schreit sofort los. Was zur Hölle passiert hier gerade? Dieser Typ, Number One Contender, ist das euer verdammter Ernst? Ich war der Team-Captain von Team US. Ich habe dieses Team zusammengebracht. Ich habe dafür gesorgt, dass unser Land verteidigt wurde gegen den UK-Invasoren. Und ich habe doch ganz klar diese Number One Contender Chance verdient. Und wisst ihr was? Ich weiß genau, was sie sagen werden. Mist, du wurdest doch als erster eliminiert. Ja, wisst ihr wieso? Weil meine Teammates sich gegen mich verschworen haben. Ja, du auch, Cedric. Ihr seid alle hinterhältige Verräter. Ihr habt mich nicht unterstützt. Ihr habt mich im Stich gelassen. Und deswegen konnte ich erst überhaupt eliminiert werden. Sonst hätte ich natürlich uns alle zum Sieg geführt. Zur Glorie, die United States. Deswegen muss ich diesen Number One Contendership bekommen und nicht du, du kleine Witzfigur. Stell dich hinten an. Ich bin der größte Guy hier. Meine Güte. Darauf nimmt sich Cedric, nachdem er sich das angekuschelt geschaut hat, das Mikro und sagt nur so, wow, 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 Miss, komm mal runter. Das sind doch nur alles Ausreden. Sei ehrlich, Miss. Deine ganzen Formen von, ja, wir hätten dich hintergangen und so. Sei ehrlich. Das sind doch einfach nur alles Ausreden, damit es dir besser geht. Du gibst zu, du bist ein Loser. Du hast hier nichts beigetragen. Ich habe zwei Leute in diesem Match eliminiert. Und was hast du getan? Nichts. Gib's einfach zu. Du hast nichts für dieses Match gemacht und suchst jetzt irgendwelchen billigen Ausreden, um dich schön zu reden. Du hast diesen Number One Contender Spot nicht mal im Ansatz verdient. Ja, und während wir wieder mal zugucken müssen, wie unsere Promo erneut unterbrochen wird. Also ich glaube, wir müssen echt mal Daniel in ein paar Disziplinarmaßnahmen einbringen. Ja, dass die Leute nicht rausgestürmt kommen. Weil schon wieder kommt es zu dem, wozu es kommen muss. Die Diskussion geht in ein Gerangel über. Und was passiert wohl? Na, die beiden schlagen sich wieder ein auf die Rübe. Meine Güte. Und wieder ist The Mist der ja, Aggressator quasi in dem Ganzen. Mhm. Nee, das letzte Mal war es Neville. Das letzte Mal war es Neville, ja. Stimmt. Mein Fehler. Das stimmt. Aber er hat jedenfalls Neville unterbrochen. Jedenfalls geht es darauf hinaus dann, dass irgendwann schafft Miss eine kleine Oberhand zu haben und ihn dann aufzuheben und ihn dann ans Skullcrushing-Fanelli zu bringen, worauf die schon eh vorhandene Platzwunde, die notfalls geflickt wurde, wieder aufbrechen anzuwahr und der Boden wieder etwas mit Blut beträufelt wurde. Ja, mit einem Grinsen auf seinem Gesicht betrachtet Miss den natürlich jetzt schon wieder komplett angeknacksten Alexander, wie dieser ja aus dem wie er da im Backstage getragen wird und wieder versorgt werden muss. Da ja, ne, in dem letzten Match haben wir gesehen, wie das da alles gesippt hat bei den ganzen Stars. War es kein Wunder, dass ein Skullcrushing Finale auf die Metallstage da wieder seinen Schaden anrichten wird. Logischerweise. Er war halt dann natürlich danach auch vollkommen nicht mehr bei Sinnen. Wir mussten unsere Medical Assistants oder was, wie man sie auch immer nennen kann, erholen. Sie mussten ihn abtragen. So Doktoren. Sagen wir mal so, weil, um es jetzt auch zu sagen, Miss wurde ja als erster eliminiert, deswegen kann man schon behaupten, dass Miss von allen Teilnehmern dieses Matches weitaus am frischsten ist und auch einer der wenigen war, der keine Platzwunde davon getragen hat. Ja gut, aber ich sag mal so, Alexander hat einen Punkt. Er hat ja gesagt, so ja, er habe nichts beigetragen und es wären nur Ausflüchte. Wär so ganz Unrecht, gebe ich ihm zu, hat er ja nicht. Hm. Ja, und weißt du was, Mist, wenn du jetzt nicht schon selbstgefällig vor dich hingrinst, rauskommst und unsere Promo unterbrichst und unseren eigentlich auserwählten Guy angreifst, kannst du gerne dich nützlich machen und dich auf ein Match vorbereiten für heute Abend. Na, wie hört sich das an? Jetzt schon, hau ab, zurück in Backstage und mach dich bereit für dein Match, was später kommen wird. Meine Güte. Weiß nicht, irgendwie scheint mir das nicht ganz so zufrieden aufgenommen zu haben. Er guckt uns irgendwie ziemlich böse an. Ja, mit Mist werden wir noch ein Wörtchen zu reden haben. Ist der Mist so tickt er.
Aber ich denke, für das wäre ja dann Survival Series, so ein Alexander gegen Level oder so, würde ich mir schon definitiv anschauen. Jo. Aber erstmal sollten wir uns mal gucken, wie es mit Mist weitergeht. Schauen wir mal, ob er überhaupt sich in diesem Match durchsetzen kann. Dann können wir vielleicht doch mal was machen. Sonst kann man auch der bei mir gar nicht mehr vor die Füße treten. Ja. Also Mist, ne? Wenn du schon so große Töne spuckst, dann beweist dich auch erstmal. Also, gut. Haben wir mal dieses Chaos wieder zur Seite geräumt und kommen endlich zum Opener der Show, den ihr hier schon seit ein paar Minuten betrachten dürft. Sehr wohl, denn wir haben ja noch immer noch einen Platz im Tag Team Match für Money in the Bank frei. Und ja, da haben wir ja logischerweise noch ein random Anführungszeichen Tag Team noch, was wir ja letzte Woche gezogen hat mit Edge und The Rock. Die antreten hier gegen Sheamus und Cesaro, The Bar. Genau. Wir dachten uns, wer könnte denn hier gegen so ein Match aus zwei, ja, sagen wir mal sogar Legenden antreten? Und dachten wir, ein Tag-Team, was definitiv skrupellos genug wäre und auch die nötige Chemie besitzt, um hier perfekt miteinander zusammenzuarbeiten, wären Cesaro und Sheamus The Bar. Also sind wir sehr gespannt, wer hier sich durchsetzen kann. Man könnte jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sagen, so ja, wenn sie wirklich dahin kommen müssen, sollten sie erstmal The Bar of the Tag Team Division schlagen. Natürlich, deswegen haben wir auch diese Matches, damit halt die zusammen, random zusammengewürfelten Tag Teams auch beweisen können, dass sie gut zusammenarbeiten. Denn Revival und The Bar sind zwei Tag Teams, die sich nicht so einfach besiegen lassen. Sehr wohl. Naja, ich würde sagen, schauen wir mal, ob die beiden denn so gut zusammenarbeiten können. Ja, reden wir auf jeden Fall nicht ganz rum. Wir fangen an, das Match anzuläuten und ja, wir sehen schon davor schon, dass es ein paar kleinere Besprechungen zwischen Edge und Rock gibt. So anscheinend, wer anfängt, während The Rock dann sich irgendwie schon relativ vorschreitet, so sagt so, ja, ich mach das schon, mach dir keine Sorgen. Er trägt dann auch einen ziemlich großen Teil des Matches. Es dauert halt nicht lang, so einen kleinen Unaufmerksamkeit, wo Edge mal sagt, lass mich mal ins Match. Da kommt dann Sheamus an oder Cesaro an dem Punkt, rollt ihn ein und dann war es auch ziemlich schnell vorbei. Ja, man konnte sehen, die beiden konnten ihre Egos einfach nicht zur Seite schieben, haben sich dann, wie gesagt, ständig quasi einfach unerlaubt eingetaggt, ohne die Erlaubnis des Partners. Und dann kam es, wie es kommen musste, die beiden, während sie halt ja wütend miteinander diskutiert haben, ne, es ist The Bar, das nutzen die aus. Und Cesaro hier mit einem sehr einfachen Einroller gegenüber Edge. Und ja, auch nach dem Match geht die Diskussion weiter und ja, Edge verlässt wutentbrannt den Ring, während The Rock ja auch genauso böse hinterher guckt. Kann dieses Gesicht wutentbrannt gucken von Edge? Wer weiß? Das kann er dörflich gucken, aber gut. Ja. Ja, die großen... Ihr könnt sehen, wie Edge guckt. Ja. Dieses Model kriegt den Preis des Jahres. Definitiv, ja. Die großen Allstars konnten sich ja nicht durchsetzen. Obwohl so ein bisschen so Bobby Roode und Easy Free haben ja eigentlich auch recht große Egos. Hat es irgendwie funktioniert? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, in dem Falle von Easy Free und Bobby ist es so, die kennen sich auch noch aus alten Zeiten. Und ich glaube, in dem Falle, in manchen Fällen passiert es ja auch, dass sich manche Egos gegenseitig boosten, wenn ihr das versteht, so weißt du? Wenn ihr sagt so, hey, ich bin der Geilste. Und der andere so, ich bin der Geilste. Ja, wir beiden, wir sind ja die Geilsten. Wenn wir zusammen sind, dann ist alles das Geilste und so. Man muss sich halt sagen, die beiden haben halt ein paar Parallelen stellt in manchen Punkten, von denen hat es hier funktioniert. So, Edge und Rock, klar, haben beide mal in Tag Teams gearbeitet, so ist es nicht. Aber ich denke, dass sie einfach in dem Punkt hier nicht ganz so funktioniert hat. Wahrscheinlich waren sie auf anderes vorbereitet oder weiß, wollten sie überhaupt? Das ist eine andere Frage. Aber naja. Vielleicht. Ja. Vielleicht sind die Tag-Team-Titles jetzt auch nicht so unbedingt das, was die beiden wollen. Ne? Die vielleicht auf Singles-Titles aus sind. Wer weiß, wer weiß. Durchaus möglich, ja. Aber gut. Ja, danach auch zum nächsten Match. Sind wir gar nicht, machen wir keine große Umschweife, denn wir gehen direkt zum nächsten Match über, denn reden wir schon über Money in the Bank. Es gibt ja noch ein paar Money in the Bank Ladder Matches, die wir noch offen haben, und ja, wir haben da natürlich auch noch Women's Plätze frei, und da hatten wir so ein paar ausgesucht, wo wir denken, ja, die könnten vielleicht da reinpassen. Und wir haben Ember Moon Billie Kay herangeholt, zu sagen,
So, eure Chance euch zu zeigen, zeigt, dass ihr ins Money in the Bank Match gehört. Ihr dürft hier antreten, um einen Platz in diesem Match. Ja, und Billy wird natürlich selbstverständlich von ihrer Freundin begleitet. Ob das reicht, um eine so talentierte Wrestlerin wie Ember Moon zu besiegen, wir werden es sehen. Gut, sagen wir mal so, die beiden haben oft mal auch ein oder zwei Esse im Ärmel, wenn sie zusammen sind, also wer weiß. Er hat mich ein bisschen so mit den schwarzen Haaren, die Bella-Schwestern, ne? Gott. Nein, lass uns nicht drüber reden. Ja. Lass nicht drüber reden. Twin Magic. Okay, gut. Weiter geht's. Ja, so, mal schauen. Wer gewinnt dieses Match? Genau. Ich gehe mit Ember. Ja. Guck mal. Ember Moon gewinnt dieses Match. Ich bin der Überzeugung, dass wenn Peyton gekämpft hätte, dass Peyton Royce dann gewonnen hätte. Ja, Peyton Royce ist einfach das stärkere Glied der beiden. Ja, aber wer weiß, vielleicht kriegt sie ja noch ihre Chance. Ich nehme hier alles frei. Darüber lässt sich reden. Ja. Wohl möglich. Aber damit steht dann Ember Moon im Women's Money in the Bank Match. Oh ja. Somit die dritte Dame, die sich bereits qualifiziert hat, die dran teilnimmt, feststeht als Teilnehmerin. Neben Nia Jax und Kairi Sane ist nun auch Ember Moon dabei. Ich würde gerne ihren Finisher von ganz oben von der Leiter sehen. Ja, das aber wir haben auch schon gesagt, so Kairi Sane dann mit dem Insane Elbow oben von der Leiter runter ist auch so ein Ding, was ich sehen möchte, auf jeden Fall. Also haben wir viel Potenzial. Oder ist es nach 2 Minuten vorbei, lol. Ja, ich sag mal so, wenn Ember die Clips probieren würde oben von der Leiter, würde ich sie wahrscheinlich wirklich jemandem den Nacken brechen, wenn sie es probiert. Also, und sie würde sich selbst wahrscheinlich das Steißbein brechen dafür. Ja, pass auf. Lass es mal lieber. Egal, komm, klappt schon. So. Nein. Gut, ne? Gut. Ich glaube, wir sollten nicht groß rumschweifen und ja. Es scheint zum nächsten Match kommen, ne? Oder wie siehst du das Ganze? Ne, wir hören jetzt auf. Ciao. Na, ciao, Portis vorbei. Ja, zum nächsten Match. Samoa Joe gegen Kalisto. Ja, Samoa Joe kam nämlich zu uns ins Büro nach der letzten Woche und sagte, gib mir einfach irgendwen, egal wen. Ich brauche ein bisschen Frischfleisch. Ich brauche jemanden, den ich zerstöre. Ich brauche jemanden, dem ich meine Wut auslasse. Und so weiter. Und pipapo. Und wir dachten uns, okay, wir wollen uns nicht auf die schlechte Seite von Samoa Joe stellen. Hier, kriegst Kalisto, viel Spaß. Das bevor Samoa Joe wieder das Rape-Face auspackt. Ja. Weißt du, Kalisto macht so sein Engine, Samoa Joe steht zum Ring bereit mit dem Rape-Face und Kalisto geht so wieder rückwärts zurück. Fuck this shit, Mann. Und dann holen wir die Security und schieben Kalisto in den Ring. Oder bei seinem Entrance, wenn er mit dem Trampolin in den Ring springt, der springt einfach über den Ring drüber weg und läuft wieder weiter aus der Arena raus. Das ist geil. Na, ich glaube, wir brauchen da nicht groß drum hin. Ich glaube, das gewinnt Joe. Ja. War schön, dass du da warst, Kalisto. Ne. Überraschung. Joe macht das, was Joe am besten kann. Und Kalisto muss wieder als Krage rausgebracht werden. Armer Mann. Allerdings ist Joe danach noch nicht ganz fertig. Er lässt sich ein Mikro geben und ruft wütend ins Mikro: Aries! Komm raus nach der Aktion von letzter Woche! Wartet. Nichts. Sei kein Feigling! Stell dich wie ein Mann und tu deiner Champion-Sache gerecht! Erwartet. Nichts kommt. Stille. Ah, und er wartet eine ganze Weile, wird nach der Zeit deutlich wütender, schreit immer mehr ins Mikro rein, dass er doch endlich sich stellen soll. Merkt aber, dass es keinen Sinn hat und verlässt dann sehr wutentbrannt nach einer gewissen Weile den Ring. Ja, Aries, sagen wir mal so, lässt sich von solchen Aktionen, glaube ich, nicht beeindrucken. Ich glaube, der sitzt irgendwo im Backstage-Bereich, trinkt irgendwas oder so, legt seine Beine auf den Tisch und lächelt sie einfach einen ab. Ist die das Sache, sind so ob sich jetzt Samoa Joe quasi auf die Suche nach ihm macht? Ich glaube, ich möchte kein Gejagter von Samoa Joe sein. Ja. Ich denke, dass wahrscheinlich Aries Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, nehme ich mal an. Ja, wer weiß. Also wir wissen nicht, wo Aries ist. Deswegen, Joe, wenn du zu uns kommst, wir wissen es nicht. Lass uns bitte in Ruhe. Ja. Und,
Ich gebe dir übrigens mal den Tipp so. Kannst du mal übrigens ja Ares mal mitteilen, dass es keine gute Idee ist, mal so Joe Angst oder halt wütend zu machen? Hey, wie gesagt, klar, es ist mein Guy, aber er ist nicht eine Puppe von mir, er ist nicht mein Sohn. Also ich muss jetzt nicht mich um ihn kümmern. Der weiß schon, was er macht. Er ist ein erwachsener Mann. Klar, logisch, aber ich weiß nicht, ob ihm das so ganz bewusst ist, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Ich möchte nur darauf hinweisen. Sagen wir mal so, Ares weiß, welche wrestlerischen Qualitäten er hat. Und ich bin mir sicher, dass, klar, man den wütenden Bär nicht mit einem Stock halt anpiekst oder sich einfach vor dem Stier hinstellt mit einem roten Tuch oder so, einfach so. Aber ich würde vermuten, dass Ares vielleicht diese blinde Wut von Joe ausnutzen möchte. Dass der ein bisschen weniger denkt und mehr einfach nur handelt. Und je weniger er denkt, desto, glaube ich, mehr läuft er in eine Falle, würde ich, glaube ich, eher behaupten. Wäre meine jetzt Vermutung, würde ich jetzt sagen. Das sind einfach Mindgames. Mhm. Ja, die vernünftig. Das stimmt. Ich hoffe nur, dass es gut für ihn ausgeht. So. Natürlich, hoffe ich auch. Aber das sehen wir dann bei Money in the Bank. Sehr wohl. Gut. Nachdem dann hier ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, kommen wir mal zu einem gewissen Herrn, den wir am Anfang des Tages ja schon hatten. The Miz hat ja noch ein Match heute Abend. Genau. Und zwar. Ja, mach Fahre fort. Ich habe einfach nur genau gesagt. Also ich hab gedacht, du möchtest noch was sagen, weil du so genau. Nee. Wir haben The Miz und Renee Young Nee, das wäre immer Lana dann. Ja, das wäre Lana gewesen. Aber die sind alle blond, deswegen weiß ich es gleich. Maryse hat sich nach letzter Woche erholt, hat jetzt mal ihren Mann auch mal begleitet, hier zum Ring. Und ja, Noam Dar, auch einer, der sich ja, der eventuell sich den Titel jetzt in 2 Wochen holen könnte, kann sich ja ein bisschen beweisen, auch gegen The Miz. Hat sie ja Tony Nese eliminiert? Ja. Unsere Überlegung war auch, wir haben halt jetzt beide Männer genommen, die als erstes eliminiert wurden von ihrem Team. Das heißt, beide quasi mit dieser, in Anführungszeichen, Schande leben. Der erste? Ich weiß es gar nicht mehr. Soweit ich weiß, ja. Ich glaube, nur da wurde eliminiert und danach war... Dann müsste es Tyler Bate. Deswegen. Und halt, dass beide sich jetzt quasi ein bisschen wieder gut machen, indem sie halt jetzt gegen den jeweils anderen beeindrucken. Und diese besiegen. Ich glaube aber, so sehr der Miz meint er, dass er der Beste in diesem Roster ist und verarscht wurde. Ich glaube, es wird sich trotzdem heute beweisen, dass das nicht so ist, wie er denkt. Ich glaube auch, dass Noam da zuschlagen kann. Mach jetzt aber trotzdem den Sprung auf The Miz, weil ich sage, dass seine Frau vielleicht doch ein bisschen mehr Einfluss über das Match hat, als wir uns es wünschen würden. Gut möglich, ja. Ah, schwierig für mich. Ich mag beide sehr gern. Aber ja, ich denke, The Miz wird es machen. The Miz braucht den Schwung. Ich glaube, er ist sich der Ernsthaftigkeit bewusst. Und Noam Dar spart vielleicht ein bisschen Kräfte hinsichtlich Money in the Bank und gibt nicht vollkommen 100%. Wer weiß? Schauen wir mal. Genau. Tatsache. The Miz besiegt Noam Dar mit dem Skull Crushing Finale. Feiert sich natürlich und ja, gibt eine offensichtliche Botschaft quasi an Cedric Alexander an und er möchte der neue Number One Contender sein für die UK Title. Aber mal schauen. Er hat jetzt schon mal erstmal, wir sagen so, er hat erstmal den ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht, hat jetzt erstmal quasi den Fehler aus der ersten Woche in dem Sinne teilweise wieder gut gemacht, aber meiner Meinung nach muss er uns weiterhin beeindrucken, um sich das jetzt zu verdienen. Was meinst du, Daniel? Ja, es reicht doch nicht ganz in meinen Augen so. Ja. Da gehört noch ein bisschen mehr zu, Mist. Du hast halt leider in dem ersten Match enttäuscht. Das ist ein bisschen vielleicht schlecht für dich. Er war der Team Captain und wurde als erster eliminiert. Ne? Die Fakten. Und relativ früh. Halt. Gut. Aber es war schon mal der erste Weg in Richtung Besserung für The Miz. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten Qualifying-Match für diese Woche. Noch nicht ganz. Doch, aber es ist doch ein Qualifying-Match. Es kommt Neville noch raus. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Neville kommt raus. Ich will hier Daniel, ne? Ich will es ja announcen, aber anscheinend kommt Neville raus. Was hat er denn zu sagen?
Ja, Neville kommt unter einem sehr breiten Grinsen dann doch herunter Richtung Stage, nimmt sich ein Mikro und sagt nur in einer sehr verhöhnenden Weise, habe ich euch nicht gesagt? Habe ich euch nicht gesagt, dass wir UK-Guys eure also so geliebten Amerikaner ohne Probleme vernichten? Habe ich euch nicht gesagt? Seien wir mal ehrlich, es war abzusehen. Guckt euch mal eure Schwächlinge da an. Wir UK-Guys haben Stärke. Wir haben Disziplin im Gegensatz zu diesen Versagern. Eigentlich sollten wir sogar eher gesagt, wenn man mal ehrlich ist, ein bisschen uns dafür schämen. Guckt euch mal das an. Ihr Amerikaner stammt von uns quasi ab. Ihr seid Einwanderer unseres Volkes. Und womit dankt ihr es uns? Ihr sitzt faul auf eurer Couch, fresst den ganzen Tag irgendeinen scheiß Junkfood und lasst euch gehen wie sonst was, während wir Engländer uns immer gestählt haben, unsere Stärke bewahrt haben. Und das hat sich hier ein weiteres Mal bewiesen. Und ja, trotz dessen muss man auch leider sagen noch zu der Sache, wer sich fragt, ja, wer gewinnt denn jetzt in 2 Wochen am Sonntag, stellt sich die Frage überhaupt. Das wird natürlich ich sein, denn den anderen dreien fehlt was, was ich besitze. Und das ist der nötige Scharfsinn, ein Champion zu sein. Das hat man doch gesehen. So wie Gallagher von mir angegriffen wurde, war ein kleiner Test, um zu schauen, ob er die nötige Reife und Aufmerksamkeit besitzt, ein Champion zu sein. Und das war nicht so, wie ihr gesehen habt. Das war auch der Grund, warum die anderen beiden sich haben eliminieren lassen. Weil ihnen der nötige Scharfsinn einfach fehlt. Und seien wir ehrlich, das wird der Grund sein, warum ich der einzig würdige und wahre Titelträger sein werde. Und ihr werdet wieder sehen, wie ich sage, ich habe es euch gesagt. Und genau in dem Moment ertönt die Theme von Jack Gallagher. Dieser kommt mit dem Mikro raus auf die Stage, sieht natürlich alles andere als, naja, unterhalten aus und lässt sich nicht viel Zeit. Neville, 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 was für ein Quatsch du doch wieder von dir gibst. Was soll das? Disziplin? Scharfsinn? Du hast mich einfach hinterrücks angegriffen, das hat nichts damit zu tun. Du bist kein wahrer Gentleman. Du bist kein guter, erzogener Brite. Du bist einfach nur ein hinterhältiger Mann, ein Brawler, ein, naja, Savage, wie ich es so jetzt schön sagen würde im Englischen. Ich konnte gegen diesen Angriff nichts unternehmen, das weißt du auch genau. Denn weißt du was? Ich bin ein wahrer Gentleman. Ich war, wie der gute CEO gesagt hatte, das Brain in diesem Match. Ich habe uns gecarried. Ich habe die meisten Eliminierungen und die finale Eliminierung gemacht. Und ich war der Grund, warum wir dieses Match gewonnen haben. Deswegen ist es doch offensichtlich, wer das Match bei Money in the Bank gewinnen wird. Nämlich, Überraschung, Jack Gallagher. Und ich werde ein würdiger UK-Champion sein, der unsere Nation mit Stolz, Ehre und guten Sitten vertreten wird. Sei ehrlich, es war doch einfach nur Glück, dass du diese Eliminierung und alles hattest. Wie wäre es, wenn du dich beweist, mein Freund? Nächste Woche, wir zwei, ein Match und zeig, dass du wirklich besser bist. Ich stimme zu. Nächste Woche. One on one. Los uns kämpfen. Mic drop. Und Gallagher und verlässt die Halle. Tja, ist die Frage. Ich glaube, es waren 3 Eliminierungen von Gallagher, oder? Eine hatte da rausgehauen, die anderen, glaube ich, alle von Gallagher. Ja, ich glaube schon. Ob 3 Eliminierungen Glück sind? Ich weiß ja nicht. Wer weiß. Ja, sagen wir mal so, genau wie ein Miss schafft es, glaube ich, auch ein Neville, sich viele Dinge einzureden, wenn der Tag lang ist. Ja, sehr wohl. Und ich glaube auch, dass das Neville eher so sieht, ich habe die quasi alle angeschwächt und du musstest nur noch quasi den Pin anlegen oder so. Ja, oder sowas wie... Kann man sich, ja, oder so Dinge wie, ja, ohne seine Leitung hätte er das gar nicht erst geschafft. Ja, so. Ich bin mir sicher, solche Männer finden immer irgendwelche passenden Ausreden. Ja, logischerweise. Aber ja, deswegen, aber in einer Sache hat Neville recht, nächste Woche kann Gallagher definitiv beweisen, dass das mehr als nur Glück war.
Das ist halt, hört sich auf jeden Fall, das ist ein gutes Match, Neville gegen Gallon. Das waren auf jeden Fall die beiden, die extrem beeindruckt hatten bei Team UK und so, weil meine, die Aktion von Neville da, ne, ist immer noch, geht in die Geschichtsbücher ein. Definitiv, alle beide. beide von Seil runtergehauen an, ja. Deswegen. Erst der Dropkick nach draußen, später dann der Phoenix. Das war echt. Also, deswegen, die beiden haben sehr stark beeindruckt und deswegen bin ich echt, ja, wer weiß, also vielleicht ein bisschen Hype, vielleicht werden wir dieses Match sogar zu Gesicht bekommen. Eventuell. Schauen wir mal. Wir werden es sehen nächste Woche. Wird man sehen, ja. Gut, da das dann geklärt ist, kommen wir jetzt wirklich zum Quali-Match. Zum nächsten Qualifier. Genau. Grand Metalik gegen Kevin Owens, Kevin Owens gegen Grand Metalik. Und zwar dachten wir uns nach letzter Woche, geben wir Kevin Owens noch eine Chance, sich zu beweisen und seinem quasi seinem Kollegen Sami Zayn ins Match zu folgen. Und wir dachten uns, geben wir noch einem unserer Cruiserweights auch die Chance, in dieses Match einzusteigen mit Gran Metalik. Ja, sonst haben wir eigentlich gar nicht so viel zu dem Match zu sagen. Jo. Und ich sag, KO sollte das im Normalfall holen. Denke ich auch. Es wäre sonst sehr bitter für ihn. Ja, easy going für den Fight Club Leader, würde ich sagen. Ja. Sehr wohl. Genau. Mit der Papa Powerbomb kann er Gran Metalik zerstören und ihn pinnen. Und Kevin Owens ist damit der nächste Mann im SmackDown Money in the Bank Match. Wer weiß, wie die Dynamik da mit Sami Zayn ausgehen wird. Stimmt, Zayn ist bisher drin. Ne? Ich wollte gerade. Hm. Ja. Und Corbin doch auch, ne? Yes. Ja, Corbin Zayn, glaube ich, gewonnen. Ja, genau. Drei Leute stehen schon fest. Genau. Die Hälfte haben wir nun hinter uns. Das sind schon jedenfalls drei Teilnehmer, mit denen ich alles andere als unzufrieden bin. Ja. Definitiv. Jo. Mit denen kann man allen drei sehr gut leben. Ich glaube, die werden auf jeden Fall bei Money in the Bank einiges zeigen. Genau. Dem stimme ich zu. So, Daniel. Ja, genau. Bevor wir dann zum nächsten Match kommen, richtet sich die Kamera quasi in unser Office, während wir noch Dinge bereden, und ein bestimmter Mann tritt herein. Ah, es klopft an der Tür, wir bitten ihn herein, und es ist niemand Geringeres als Shinsuke Nakamura, der letzte Woche, wie wir ein bisschen wissen, unter sehr, wie ist das Wort dafür, sehr kontroversen Umständen für sich Aufmerksamkeit gemacht hat und tritt dann an unseren Desk, Bürotisch, wie man es auch immer nennen kann, ran und sagt einfach, dass er etwas Aufmerksamkeit möchte heute Abend und gerne das Main Event hätte. Okay, Shinsuke, wieso sollten wir denn dir das Main Event geben? Also, was soll denn bitte der Grund dafür sein? Ich weiß es nicht. Musst du schon ein bisschen das schmackhaft machen. Ja, darauf sagt er nur, ich habe ein sehr lukratives Angebot. Wie wäre es, wenn ihr das mir gebt und ich dann euch erzähle, weswegen ich Black angegriffen habe? Ja, wir schauen uns an. Es gibt ein bisschen Gräse. Ja. Okay, Shinsuke, wir nehmen dein Angebot an, wir geben dir das Main Event, ich meine, du bist auch ein Main Eventer, du bist ein guter Wrestler, hoffentlich wirst du unsere Crowd unterhalten und dann nach dem Match aber bitte erzählst du uns, wieso. Da bin ich definitiv gespannt, nicht wahr, Daniel? Ja, natürlich, darauf grinst er nur und sagt so, ja, selbstverständlich und verlässt deutlich sehr zufrieden. Mit einer Verbeugung. Ja, mit einer Verbeugung den Raum. Interessant. Na, habt ihr irgendwelche Vermutungen oder? Was noch sagt nicht. Der CEO? Weil Aleister Black den Reis nicht gewertschätzt hat, den es zu essen kann. Logischerweise. Ah, interessante Theorie. Das kann's durch, das könnte schon sein. Ja, vielleicht. Ja, genau. Was? Also. Sushi, was ist denn das für ein Scheiß? Wer ist denn sowas? Du hast mein Ich bin Holländer, bei mir gibt's nur Käse. Ja, Shinsuke genau so, triggered. Ja, so, du hast meinen Reis beleidigt, meine Speise, komm her. Ja.
Na gut. Genau. Und dann Nakamura in einem Sushi-Kostüm gegen Black in einem Käse-Kostüm. Ja, definitiv. Confirmed. Das scheint mir absolut plausibel. Naja. Und jetzt gibt es ein 3-on-1-Handicap-Match, Kappa. Es sieht halt echt so aus, ja. Ey. Ja, aber jedenfalls haben wir ja noch ein paar Plätze im Money in the Bank Match frei. Und ja, da haben wir uns mal so ein paar Leute rausgesucht, die uns beeindruckt haben damals im European-Geschäft. Und wir gesagt haben, ja, die beiden hätten vielleicht eine Chance verdient, eine neue Höhe ihrer Karriere zu erreichen. Und haben hier jetzt Apollo und Christian ausgesucht. Beide dementsprechend welche, die im European Title Picture sehr erfolgreich waren und eventuell sich hier beweisen können. Genau. Und Apollo kommt hier natürlich mit seinen Begleitern hier hinaus, die ihn tatkräftig unterstützen wollen, ihn dieses Match bringen möchten. Wer weiß, ob Apollo das auch bewerkstelligen kann. Ich sage nämlich nein. Ich gehe auch mit Christian. Ich denke, er wird hier trotz dessen als Sieger vorgehen. Ja, schwierige Frage. Christian war, glaube ich, einen Monat European Champion, wenn ich mich recht erinnere. Apollo Crews waren es, glaube ich, immerhin zwei. Er ist ja als Champion in die Dubstep Chamber reingegangen und dann auch wieder als Champion rausgegangen. Sprich, konnte in der Elimination Chamber beim SummerSlam seinen Titel verteidigen. Jedenfalls auch junger Mann mit viel Potenzial, hat ja auch noch seine beiden Manager an der Seite. Ich gehe nochmal mit Apollo Crews und glaube, er wird wieder eine anständige Rolle bei SmackDown spielen. Unmöglich, ja? Nein. Ja? Nein. Nein, stopp, nein. Einfach so vorwärts. Ja. Und Christian confirmed, der nächste Mann im Money in the Bank Match. Mann Nummer 4 dann, ne? Jetzt. Sagen wir mal so, Apollo, brauchst du keine Sorgen machen. Du bist ja nicht ganz abgeschrieben, nur halt, dass den Freifahrtschein. Den Freifahrtschein zum Titel hast du jetzt leider nicht bekommen. Vielleicht sollte er sich doch erstmal wieder auf Midcard konzentrieren und nicht gleich nach dem großen Gold greifen. Ah, ja, auf jeden Fall. Christian, ja, hier, direkt. Ich will einen Frog Splash sehen von Top of the Ladder. Gut, gut. Und ja, das war der Co-Main Event. Und Shinsuke hat uns überzeugt und wir geben ihm den Main Event. Ja. Der Main Event ist Shinsuke Nakamura gegen The Perfect Ten, Ty Dillinger. Und zu diesem Match können wir auch direkt weitergehen, würde ich sagen. Ja, nicht viel zu erzählen. Shinsuke hat uns dieses Angebot gemacht und wir dachten, und wir haben uns einfach eine Persönlichkeit ausgesucht, wo wir dachten, hey, weißt du was, dich möchten wir im Main Event sehen. Du hast jetzt die ultimative Chance, uns zu beeindrucken gegen einen Hochkaräter. Ich will die beiden ja jetzt nicht runterreden, aber wenn man ehrlich ist, nach letzter Woche kann es eigentlich nur eine kleine Enttäuschung werden. Logischerweise, aber das ist man darf es nicht treffen. Miteinander vergleichen. Ja. Deswegen, wie gesagt, ich meine, uns allen war es klar, nach diesem Main Event aus letzter Woche kann es nur noch abwärts gehen. Also außer wir machen dann irgendwie noch ein Elimination Match mit irgendwie nur Leuten wie The Rock, Edge und sonst wem. Ja, das geht. Können aber, wir nicht bringen auf Dauer. Ja, deswegen, man kann sich mit so einem Match nicht ständig steigern, deswegen braucht man auch quasi jetzt so eine kleine Woche zur Beruhigung, damit wir nicht jede Woche einen Herzinfarkt bekommen. Ja, oder erstens, kommt da raus, Shinsuke Nakamura. Ja, erstens das und zweitens sollten wir uns noch ein paar Juwelen für die Pay-Per-Views dann bereithalten, sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Genau. Da habt ihr immerhin noch so ein Mojo Rawley, ne? Ja. John Cena. Ich habe einige Juwelen dabei. Geil, Leute. Das war halt richtig. John Cena gegen Montreal über Tiny-Match, runter. Scheiß auf Aries gegen Shaw. Ja, das ist langweilig im Gegensatz dazu. Na gut, aber ich bin ja mal gespannt, Nakamura. Sie haben ja große Töne gespuckt. Hat sich ja im letzten Match des jetzigen Universe Modes ja noch so einen Number One Contender Spot dann rein theoretisch geangelt, der ja nur erloschen ist, aber. Vielleicht nimmt er das noch so ein bisschen irgendwie als Druckmittel irgendwann, wer weiß. Erloschen würde ich jetzt nicht sagen, vielleicht aufgeschoben. Sagen wir mal so, wir haben es noch irgendwo im Hinterkopf. Er hat es immerhin geschafft, zweimal hintereinander einen Edge Styles zu besiegen, ne? Erst in dem ersten Match da, dann bei No Way Out war das letzte in dem Ladder Match. Sagen wir mal so, wir werden entscheiden, ob wir das anerkennen werden.
Und sagen wir mal so, wenn Shinsuke jetzt weiterhin beeindruckt, weiterhin zeigt, dass wir auch ihm diese Chance geben sollen, dann werden wir das auch tun. Oder dieser Mann besiegt ihn jetzt einfach und das Momentum ist und dann total so. Speaking of Chancen, wir haben ja wieder so einen, der jetzt auch die Chance hätte, sich zu beweisen gegen einen großen Namen. Ne? Ich meine, Tai ist ja auch so einer, von dem kann man eigentlich sehr viel erwarten. So, von dem her, wenn er hier ein Zeichen setzt, wer weiß, was werden sie. Er ist ja eine Perfect Ten. Ne? Ja, unterschätzen soll man ihn definitiv nicht. Ne? Deswegen, und Shinsuke darf ihn auf keinen Fall unterschätzen, denn wenn jetzt nochmal hier innerhalb von, quasi nochmal verliert und diesmal sogar Main Event, das er verlangt hat, ist das definitiv eine perfekte Vorlage, um ihn, um ihn sowas wie ein Number One Contendership zu ignorieren. Definitiv. Aber es geht los. Oh, schöner Front Suplex. Wie auch schon bei Raw jetzt wirklich komplett die 60 FPS. Das ist nice. Diesmal keine geringeren. Ja, ich meine, wie bei Raw in der letzten Show hatte ich das auch schon. Also irgendwie geht's jetzt ein bisschen besser. Das ist schön. Ja. Headshot oder sowas. Ja, aber Nakamura zeigt gleich, in welche Richtung das Match gehen soll. Hat den Lancer schon im Griff, kann man sagen. Oh, schöner krasser Vorarm hier. Ich denke, der will gleich klar machen hier, wer die Oberhand in diesem ganzen Match hat. Sagen wir mal so. Für Tai hatte in diesem Match halt auch nichts zu verlieren. Er, selbst wenn er verlieren sollte, solange er sich gut anstellt, das hat man auch an Alexander gesehen. Für ihn ist das jetzt kein Untergang. Ne? Für Nakamura steht aufgrund seines Ranges ein bisschen mehr auf dem Spiel, könnte man sagen. Sehr wohl. Türe und Tore sind für ihn auch. Wie Daniel es meinte, Tai kann eigentlich nur gewinnen. Wenn er zerstört wird, sagt man so, ach, das war ja Shinsuke, war doch eh klar, wenn er sich gut hält, dann ist es schon positiv, wenn er ihn besiegt, dann ist es ein. Das ist schon ein Upset, definitiv. Das würde ich jetzt kaufen. Ja, schöne Float-Over DDT. Wenn ihr es wissen wolltet, wir sind sogar noch nach dieser Sache mit Nakamura noch so ein bisschen durch die Hallen gegangen und haben so geguckt, wer hätte denn Lust? Wer bietet sich denn da an? Und Tai hat sich halt so mehr oder weniger freiwillig gemeldet und hat gesagt, so komm, gebt mir die Chance. Und ja, wir haben halt zugestimmt. Dann haben gesagt, ja, wenn du möchtest, do your thing. Und Tai Dillinger, was wir eben gerade eben schon gesehen haben, schöner Running Power Slam in die Ecke und dann auf den Ringboden. Da hat er schon was Extravagantes für ihn rausgeholt. Hat zwar nur für ein kurzes Plus gereicht, aber wer weiß. Ja, stimmt schon, ja. Konter? Kann hier mit dem Fireman's Carry countern. Ja, vielleicht nochmal die Chance für ihn ein bisschen Momentum zu gewinnen. Ja. Gibt's die Snake Eyes. Ja. Das ist gut. So was muss er jetzt bringen. Geht er jetzt in diese Art Camel Clutch. Und sehen wir die erste Submission. Es wäre halt so. Es wäre, sagen wir mal so, auf Danny Bryan Niveau jetzt hier, wenn der Shinsuke in dem Camel Clutch gegen Titan Ninja. Das wäre schlimmer. Und Kinshasa. Das wäre sogar schlimmer gewesen als der Beast Boy damals, weil er ja noch nicht ganz so kaputt ist. Ja. Aber schön, Dillinger no-sell quasi die Powerbomb, haut dann den Kip ab raus und das Knie, kriegt jetzt hier aber die Forearms hintereinander weg. Boah, wieder die Combination, der King of Strong Style zeigt sich, warum er diesen Namen direkt trägt. Direkt bestraft einfach. So. Wir sehen auch schon so, die Schläfe von Dillinger, seine linke ist schon so ein bisschen rot. Nehm ihn aus dem Leben. Schau mal seine Schläfe an, seine linke, die ist schon, jetzt sieht man es nicht, aber die andere Seite ist schon rot. Ja, ich sehe es. Aber wirklich eine. Schlag, Tai steht auf, bam, nochmal. Und jetzt noch mal. Alter! Und Shinsuke hat keine Gnade. Vor allem jedes Mal, wenn Tai so ein bisschen Momente hat, das direkt aufs Maul. Ich lege schon mal ein Aspirin raus. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Sehr freundlich, so. Das wird schon der. Nein! Nee, Konter in die Bulldog! Den schon kann den Tai. Ja inverted. Das ist seine Chance! Oh! Jetzt! Und was kommt jetzt? Soll das die Perfect Ten Kinshasa werden? Okay. Perfect Ten! Oh. Das war's! Was? Ist das der Upset für Dillinger? One! Two! Nein! Ich war viel zu hyped dafür. Die Perfect Ten reicht noch nicht, um Nakamura zu besiegen. Aber vielleicht kommt jetzt der Tiebreaker! Aber das wäre geil, wenn er den Knie schon runtergezogen hätte und dann Kinshasa oder so. Oh. Nein, das ist nicht der Tiebreaker, es wird ein Comeback! Comeback von Tai. Dropkick hinterher. Ja. Tai Dillinger ist hyped. Die Fans sind hyped.
Er ist on fire, meine Güte. Tai überrascht jetzt vielleicht uns alle hier. Wer weiß. Oh. Geht jetzt auf das Bein von Nakam aus dem Nichts. Kommt hier quasi Tai Dillinger schon nochmal hervor. Das ist der Tiebreaker. Ist der Tiebreaker? Und? Ja, Tiebreaker. Ja, Tiebreaker. Das war's. Was ist das? One, two. Nein. Und Tai kann es nicht fassen. Auch der zweite Finisher reicht nicht, um Shinsuke Nakam. Was? Was? Kein Scheiß, Tai! Nein! Nein! Der denkt sich Shinsuke, der denkt sich so, oh, no, nein, vergiss es, mein Shinsuke Freund. Oh, Sing Leg like Boston Crab. Und die ganze Crowd war so hyped, sie haben alle gejubelt, jeder hat mitgekommen. Holy shit! Alle wollten, dass er gewinnt. Ich hatte echt gedacht, dass die Überraschung ist real, ey. Was zum Fick? Ja, wir alle, man hat es uns unseren Stimmen gehört. Kommt halt komplett außen, vor allem kommt so komplett außen, nicht, da geht die ganze Zeit auf die Fresse, okay, zack. Ja, ist ja wirklich so, am Anfang des Matches geht er nur aufs Maul von Shinsuke, aber Comeback, bam, Tiebreaker, bam. Definitiv. Das war die Chance, jetzt aber kommt, das wird doch der, heißt der nochmal. Gibt's die Inverted, Power Slam, Inverted Power Slam, ich weiß es gerade nicht richtig. Wie heißt, ich weiß gerade auch nicht da mehr. Da hält der leblos. Inverted Belly to Back. Oh, er macht den Turnbuckle weg. Turnbuckle ab, was hat Shinsuke vor, der Schuft. Oh, der Referee hat es, glaube ich, gesehen, ja. Ja, er nutzt zur Ablenkung. Okay. Das hat sich selber ins Bein mitgeschossen. Das ist nicht so schlau, Herr Nakamura. Na, ist mir dann auch aufgefallen. Beste Ablenkung. Aber. Egal, legt sich Nakamura und den Kinshasa raus. Kommt der durch, geht er durch? Kinshasa! Platzwunde! Das war's doch! One! Two. Nein! Was? 2,999! Wie hat er das Turnbuckle ab? Alter, Time! Ich glaube, er hat einen Plan eigentlich. Alter, hab deine Match-Einstellung. Was hast du getan, ey? Was hast du getan, Stillinger? Den Neckbreaker von Nakamura habe ich getan. Yo! Okay. Yo, was ist das hier? Der Referee ist wieder abgelenkt durch das Turnbuckle. Diesmal hat es Shinsuke geholfen. Tatsächlich, unfreiwillig. Vor allem, er möchte wahrscheinlich ihn einfach in diesen blanken Turnbuckle reinhauen. Oh! So, was kommt jetzt? War das wieder der nächste Tiebreaker? Ten! Perfekt, dann durch! Tiebreaker, perfekt, Ten natürlich. Nö, der Referee ist Special 1, 2, 3! What the fuck? Dillinger! Tai Dillinger, the perfect 10, besiegt hier Shinsuke Nakamura. Was ist los mit dir, Tai? Nach zwei perfect 10 in einem Tiebreaker. Und nachdem er den Kinshasa gefressen hat, plus Platzwunde. Und kam mit einer 2,9 noch raus, ey. Unglaublich. Meine Güte. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Keiner gerechnet. Also, wir haben ja wahrscheinlich alle getippt, Shinsuke, deswegen. Respekt, Tai, du hast dich bewiesen, Alter. Mein Freund. Definitiv. Ich glaube, Shinsuke hat selbst nicht damit gerechnet, dass es so ein hartes Match sein wird. Und sagen wir mal so, ich meine, jeder war sich eigentlich sicher, so, das war's jetzt nach dem Kinshasa. Aber Tai kommt raus. Jeder dachte, boah, diese Elbows, der ist jetzt komplett fertig. Aber sagen wir mal so, nach dieser Menge an Schaden, die Shinsuke kassiert hat. Ja, immerhin drei Finisher, ne? Kann man schon liegen bleiben. Eine ganze Menge. Naja, große Überraschung hier im SmackDown Main Event diese Woche. Holy shit, Alter. Und vielleicht ein kleiner Türöffner für Dillinger für weiteres. Mal schauen, wie Nakamura mit der Niederlage umgehen wird. Ja. Das ist definitiv wahrscheinlich für ihn eine Demütigung, würde ich jetzt schon behaupten. Ja, ich denke, das wird schon an ihm nagen. Das kann sich sicher sein. Puh. Er weiß, vielleicht hat der Tai auch nicht ganz voll genommen. Kann er auch sein. Ja, so unterschätzt. Dafür haben wir ja gewarnt. Genau. Ja, da war das Ego wahrscheinlich zu groß, denke ich mir einfach. Denkt sich so, ja, es ist ja nur Dillinger. Kriege ich easy hin und merkt dann zu spät so. Vielleicht war das doch nicht so, wie ich erwartet hatte. Und sagen wir mal so, wahrscheinlich auch nach dem Kinshasa stand er wahrscheinlich auch eher unter Schock und wusste nicht auf einmal, wie um ihn geschieht und so. Aber im Endeffekt hat sich für den schon doch alles sich zum Guten gewandt. Ja. Er hat auch mehr als nur beeindruckt. Ja.
Jawohl. Sowas, also SmackDown ist the land of opportunity und sowas wollen wir sehen. Das sind Opportunities, die hier sofort genommen werden. Ja. Unglaublich. Ich hätte auch eine Idee verteilt. Ich kann ja mal später in der Bürobesprechung meinen Vorschlag machen. Das kann keiner darauf versetzen, einfach in diesen hohen Stand einfach reingeschoben zu werden. Das muss man sich hart erarbeiten im Stehen der Teil. Den ist schon bewiesen, dass er vielleicht ein Mann für die Zukunft sein könnte. Ja, das ist ja wohl. Jedenfalls verlässt Tai dann nach einer gewissen Zeit unter sehr großem Jubel den Ring. Ja, unter sehr vielen Ten-Chance den Ring. Nach einer gewissen Zeit steht Nakamura dann auch mal deutlich angepisst auf und will sich ein Mikro nehmen und schon was zu reden, wird allerdings sehr schnell unterbrochen. Ja, das Licht geht aus und wir hören die Theme. Natürlich, wer denn sonst? Von Aleister Black. Ja, sagen wir mal so, ich glaube, Shinsuke hatte schon sein Mikro bereit, wollte uns quasi dann erzählen, was eigentlich Sache ist, aber wurde zerbrochen. Das Licht ging aus. Black kommt raus auf die Stage. Natürlich auch ähnlich, kann man schon sagen, wie Joe eigentlich auf der Jagd. Und nimmt das Mikro zusammen und sagt, also Shinsuke... Ich weiß nicht, wer du glaubst, wer du bist und ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich glaube, das war ziemlich dumm, dich hier mitten auf dem Silbertablett zu platzieren. Denn ich werde dich definitiv jetzt zur Rechenschaft ziehen. Sagte er und will schon loslaufen in Richtung Ring. Allerdings sackt er auf einmal dann ziemlich schnell zu Boden. Und wir alle sind irgendwie sehr erstaunt, was da auf einmal war, bis wir sehen, hinter ihm taucht ein Mann mit einer Maske auf, der sich triumphierend mit einer Waffe über ihm erstreckt. Ja, ich glaube, das ist ein, wie nennt man diese Dinger beim Auto, diese Lenkrad. Radkanten? Nee. Ja, genau. so ein Schraubenschlüssel. Ja, so ein Schraubenschlüssel, so für so diese, ne, so, die man auch gerne als Brechstange benutzt. Und das ist halt so ein Mann, der wirklich komplett in Schwarz gekleidet ist, mit einer Gesichtsmaske. Wir können nur seine Augen erkennen. Ich glaube, ein Radmotorenschlüssel ist der richtige Ausdruck. Genau. Und jedenfalls. Ja. Hat er ihm einen Schlag, nicht unbedingt auf den Hinterkopf, aber irgendwo in den Rücken gegeben, weswegen er zusammengesackt ist. Und wir sehen nur noch Nakamura, wie er etwas anfängt zu lachen darauf, etwas verhöhnend darauf noch. Ja. Verhöhnend, sehr böse, also lacht er definitiv und verlässt daraufhin einfach den Ring. Und wir sitzen einfach hier. Schauen uns um, wissen eigentlich nicht, was wirklich passiert ist und müssen mit diesen Bildern die Show leider beenden. Ja. Keine Ahnung, wer das war. Ja. Ein Verbündeter, also, jemand, der Aleister Black vielleicht auch einfach nicht gemocht hat. Keine Ahnung, mit welchen Absichten, welche Person das war. Deswegen anscheinend. Wenn ich das jetzt so urteilen müsste, war das, glaube ich, vielleicht sogar geplant von Shinsuke, wer weiß. Aber das Wichtigste ist, er hat unsere Frage nicht beantwortet. Shinsuke, du Schwein. Er kam ja auch nicht dazu, also von dem her. Naja, wir werden nur, hoffentlich wird das uns mal vielleicht nächste Woche erzählen. Ja gut, aber ich glaube, damit können wir diese Show abschließen und diesen merkwürdigen Umständen, ne? Wir müssen auch schauen, wie es jetzt Aleister Black geht, weil ich glaube, mit so einem Gegenstand da was gegen sich geschlagen zu bekommen, gegen Hinterkopf, gegen Rücken, gegen Nacken, wo auch immer, ist, glaube ich, nicht schadfrei. Durchaus, ja. Er hat sich seitdem dann auch nicht mehr so wirklich bewegt, von dem her. Ja, der wurde komplett ausgenockt. Ein Schlag hat gereicht, deswegen. Schauen wir mal, was ist mit ihm, wie es ihm nächste Woche geht. Und ja. Antworten dazu werden wir wahrscheinlich eher nächste Woche bekommen. Bis dann und ciao. Bis dann. Ciao.